Hallo und herzlich willkommen hier zur zweiten Folge hier der Karte von Thüringen 3.0. Ich lasse es mit dem globalen Markt erstmal sein. Versucht Abstürze. Woran es genau liegt, weiß ich nicht. Aber ich gehe jetzt halt mal auf das, von der sicheren Variante aus und nutze ihn erstmal nicht. Ich habe jetzt den anderen globalen Markt aktiviert, den ich vorher genutzt habe. Den werde ich zur Not irgendwo aufstellen und errichten, kann man sagen, bauen. Und bei diesem globalen Markt erstmal vermeiden. Ob es an diesem globalen Markt liegt, das weiß ich nicht. Es könnte auch Outright sein. Was aber auch nicht ganz sein kann, weil einmal sogar, wenn ich das abladen wollte, dieses Fehlerauftrag, ne? Wo ich im Prinzip nicht mehr steuern konnte wegen Einnahmen. Gut, das Strohfarm ist noch so kühl. Und dann geht es ja los, um Feld Nr. 10 zu düngen. Ansonsten wird noch geflügt. Und dann muss ich in der Traktor 1050 den Fendt auftacken. Dann muss ich mit dem LKW los und Sprit holen. Ja, da muss ich noch einen passenden Platz finden für den globalen Markt. Und mein Gut, hat vielleicht den Vorteil, dass wir dichter ranfahren können. Wir brauchen nicht so weit fahren. Ob es daran liegt, das kann ich nicht genau sagen, aber wie gesagt, die Möglichkeit besteht. Und da werden wir sehen, wenn wir einen selbst gebaut haben, den eigenen im Prinzip, ob wir da die gleichen Probleme bekommen. Kann aber auch sein, dass wir nicht gar nicht bauen können, nur weil einer von vorhanden ist. Aber mal schauen. Heute baue ich erstmal nicht. Ich möchte erstmal die Kühe versorgt haben mit Stroh und später sehen wir weiter mit, ja, mit der Feldarbeit, was ansteht. Feld 10 muss gedüngt werden und vielleicht sogar gepflügt werden, also mal schauen. Und dann sollen noch die anderen Kühe, also die Milchkühe, in den Hausstall, damit wir mal richtig Milch verkaufen können. Die Milch werden wir erstmal vorläufig hier vor Ort verkaufen. Da werde ich mit einem Anhänger einen Kurs einfahren. Verkaufsstation, da gibt es zwei, drei. Und je nach Preis entsprechend da verkaufen. Aber das muss ja nicht heute gemacht werden, das kann ich mehr. Also Outdoor-Kurse fahre ich ganz gerne offline ein. Hin und wieder. Aber schauen wir mal. Versorgen wir erstmal die Kühe mit Stroh und dann sehen wir weiter. Nehmer wird noch geflügt, Feld 47 und Feld Nr. 41, glaube ich, oder 42. Aber ich muss auf der 38 noch Nacharbeiten durchführen und auf der 42 oder 41 auch noch nacharbeiten. Ja, für die Außer ist noch zu kalt. Ansonsten haben wir noch viel Arbeit vor und die ganzen Maschinen müssen dann vom Hof, Hof 1 gebracht werden. Die Saatmaschinen ja nicht, aber die anderen auf jeden Fall. Also hier, die Grastechnik bleibt alle im Hof, also den Sammelwagen für Gras und die Krone da, Mähen, also Maisgebiss und die Dinger müssen Maishäckselgut bleiben auch. Maishäcksel bleiben auch da oben und alle anderen Fahrzeuge, Tankwagen, Diesel, für Gülle kann auch oben bleiben, kann so vieles oben bleiben, aber wie gesagt, nur im Sortieren. Aber die Saatmaschinen soll auf jeden Fall Hof 1, aber wir werden noch die Aussaat durchführen. Wahrscheinlich würde ich die Standard-Saatmaschinen verkaufen, wahrscheinlich, und dann die Mods nehmen, weil wie eine ganze Multifruchtgeschichte muss man ja wissen, was tun. Ne? Ja, erstmal sehen, dass wir Stroh reinkriegen. Und dann bleiben wir sehen, dass wir mit diesem Traktor, so viele Traktoren da, oder noch düngen. Ne? Also Feld, Kalk muss auch ausgebracht werden auf Feld Nr. 47, aber da muss man fertig gepflügt werden. Dann kann Kalk rauf und dann kann normal gedüngt werden. Und dann, na, da bringt ja nichts. Nach dem Flügen nochmal düngen.
und dann kalken und dann nachher gleich wieder die Aussaat machen für, ja, muss ich mal sehen, was da vorne drin war, dann kann ich entsprechend noch das entscheiden. Ich möchte ganz gerne Klee aus, aber für 47 ist so groß wie Klee. Da kommt eher, wenn möglich, Mais. Zwei Maisfelder soll ich machen. 47 wäre ganz gut von der Größe her und auch 38. 38 geht auf jeden Fall. Das ist schon, habe ich schon für entschieden, wenn es auch geht. War ja vor Raps drauf, laut Anzeige. Und ich werde mal sehen, dass ich dann noch ein Maisfeld mache. Zum einen der Silo soll wieder voll gemacht werden. Das mittlere. Mal sehen, ob ich hier Stroh, wahrscheinlich da rechts, ne? Also, Junge, ruckelt ganz schön. So. Ich hoffe ja eigentlich, dass, ja, ich weiß, wie lange es dauert, aber bestellt habe ich. Wird sich Montag, Dienstag entscheiden, wie lange es dauert, weil da dran stand, dass die Vorrätigkeit der Grafik hat. Hinterer Modus geht nicht. Aber ganz hinten ist ja für. Oder. Lohnzahlung, da geht auch nichts. Fleiß im Gang, kann sein, dass es da angeht. Ich möchte gerne Mist machen, also. Nicht wegen der WGH, aber einfach so. Ich hätte auch vorwärts reinfahren können, aber ich dachte, hier vorne rechts geht Stroh. Irrtum hat nicht gezeigt, angezeigt. Ein bisschen ausrichten. Da war zu viel. Ah, hier geht's doch. Wenn sie wieder reingeht, wie viel? Eigentlich müsste alles reingehen. Wir werden, nachdem wir die Folge fertig haben, noch einmal testen, wann direkt bei welcher Ware das Problem macht. Im globalen Markt. Und ich weiß nicht, wo ich das Ding aufstellen soll, im eigenen. Hier vorne rechts wäre ganz gut, das wäre auf dem Feld, kann man sagen, ne? Geht darum, dass ich möglichst wenig Terraforming machen möchte. Weil das andere war noch ein bisschen zu viel, des Guten. Das ist zu extrem. So, Stroh haben wir auch ganz gut drin. Hat hier immer ganz gut geklappt, ne? Aber wie gesagt, jetzt gab es zwei, dreimal Abstürze. Und ich weiß nicht genau warum. Ungünstig, ne? Aber ich muss noch Sprit kaufen, das ist auf jeden Fall noch ganz wichtig. Das sind viele Sachen auf einmal zu machen, also gerade anfangs ist es ja schwierig, ne? Aber nicht mehr möglich. Wie gesagt, wir haben früher 6 Tage Zeit zur Aussaat. Anfangs wäre es wichtig, wenn man geflügt bekommen, ne? Da stehen noch Geräte, die müssen noch, die können zum einen, ja, aber der eine ist einmal am Lager. Guck mal, was noch da am Lager, am Material. Also Stroh ist noch reichlich, Silage und Dings ist auch reichlich da. Jetzt haben wir 8 Uhr. Der Bruder ist hier da. Eingestellt. Was sagt das Menü? Ist mir ganz wichtig, dass die Futter ist okay. Das passt. Gülle. Was ein bisschen irritiert ist hier wegen der Mischverteilung. Also ich habe jetzt Dings drin. Wollte ich machen.
Also, reinfahren erstmal. Irgendwas wollte ich noch machen, keine Ahnung was. Ach, da liegt ein bisschen Stroh. Geben wir ein bisschen was rein, ne? Dann sollten wir uns mal genügen. Und dann kümmern wir uns darum, dass wir uns Diesel einkaufen. Na, das passt. Dazu müssten wir uns den LKW schnappen. Wo war ich denn hin? Achso, der ist. Muss ich mir überlegen. Den hatte ich hier vorne gehabt. Diesel wäre ganz wichtig für den Fendt. Und hier soll da sehr viel rein, also an Silage. Also dieses Silo werde ich voll machen hier, das hier. Ob das hier Backe ist oder nicht, das werden wir dann sehen. Ne? Hoffe ich mal, dass es nicht voll klebt. Sonst haben wir einen. Kriegen wir nicht raus, ne? So. Den können wir hier lassen. Also stellen wir ihn gerade hin. Denn später soll er noch mehr hingestellt werden. Ne? Also hier Güllewagen und so ein Zeug, der kann hier alles stehen. In der Halle kann auch noch einiges rein. Rein theoretisch. Kleinmaschinen zum Beispiel. Oder Geräte, dann geht ganz gut hier noch. Da geht noch was rein. Alles was irgendwie mit Traktoren können auf jeden Fall da rein. Teilweise jedenfalls. Da muss Kalk gekauft werden, also sehe ich gerade so, ne? Kalk müssen wir kaufen. Ich hole mal Diesel. Das ist ganz wichtig. Da wird nichts drin sein. Aber wir brauchen was, nutzt auch nichts. Hier die Grasmaschinen. Der Güllewagen kann dahin. Oder Stroh von Ballen. So, gucken wir mal an Tankstelle. Freunde finden. Gucken wir ganz kurz. Eine wieder oben. Tankstelle. Also von der Entfernung her ist halt egal. Gibt es hier auch eine? Ne. Hier gibt es keine. Wir fahren zum globalen Markt. Da weiß ich, dass über eine ist. Nicht im globalen Markt, aber direkt. Ja. Da vorne, direkt davor. Das ist so eine einfache Tankstelle. Da kann rein. Wir hätten auch eine Tankstelle setzen können, ne? Hätten. Gut, machen wir mal nicht. Wir kaufen Diesel ein. Ach, okay. Das habe ich mir so befürchtet, dass wir Schnee kriegen. Ja, Hauptsache, der meckert nicht bald wegen Flügen. Also dann hört er auf zu fliegen, ne? Ja. Bei 0 Grad ist Schnee sehr, 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 ja, sicher kann man sagen, ne? Hauptsache, wir kriegen keine dicke Schneedecke. Also, das wäre ungünstig. Ja, wir haben noch so viel noch vor, also viel Arbeit mit Deutsch. Aber nur kein Stress. Das wird alles was. Die Tiere haben Futter, die Tiere haben Wasser, muss ich auch noch bald gehen, aber Wasser dürfte uns morgen reichen. Müsste man eigentlich Pumpe aufbauen, ne? Dann weiß ich nicht genau wo, muss man testen. Ah, das wäre eine gute Option, die Pumpe, dann werden wir die Sorge auch los, ne? Futter läuft soweit. Das dürfte eine Weile hinkommen. Hier unser Saatgut. Und wir haben Wintergewitter. Obwohl er mir jetzt eigentlich schon zum Frühling gilt. Also ich finde bei Kettle und Kopf so schön herrlich, dass es tageweise abgerechnet wird. Auch monatsmäßig, ne? Man kann zwar auch sehr viel Schlaf überspringen, das ist alles möglich. Aber hier ist es einfach zu kurz gegriffen, ne? Mit der Jahreszeit ist mit 6 Tage. Ich meine, es wird schwierig bei Kettle im Kopf mit viel Schlafen, wenn man zum Beispiel
Tiere hat, der weiß nicht, wie das jetzt funktioniert, ne? Weil die müssen ja versorgt werden, das ist ja auch nichts. Na, ob wir durchkommen? Oh ja, wir haben Glück. So. Gut, jetzt hat unser LKW vollgetankt. So, Diesel. So, liebe Schauer, das soll es auch für heute gewesen sein. Ich sag mal, schönen Dank fürs Reinschauen. Und sag mal tschüss, ciao, ciao. Ja, morgen geht's hier weiter mit tanken 10,50. Und denken mal, dass wir noch Schnee kriegen. Wir werden das noch voll tanken und dann schalten wir uns ja gleich wieder ein. Tschüss, ciao, ciao. Bis dann und bis morgen.